Werte Lords, werte Ladies, ich bin wieder da. Mensch, Crusader Kings 3 ist wieder da. Nach so einer langen, langen Pause, Monate, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte könnte man schon sagen, so fühlt es sich zumindest bei mir an, spielen wir endlich mal eine kleine, süße, süße Kampagne, würde ich sagen, denn eigentlich war geplant, Crusader Kings mit dem DLC zu spielen. Ja, Paradox hat uns ja versprochen, hey, ja, Ende Jahr, ne? Ende Jahr kommt's und so weiter, ungefähr. Die haben es geteased. Und dann haben die gesehen, oh je, ne? Das, was wir da vorhaben, dauert einfach viel zu lange und ist komplex. Und hey, mit 3D und so weiter, mit diesen ganzen Kulturen und dem Rad, ne? 3D-Rad, das ist schon etwas komplexer und ist auch nicht ihre Expertise sozusagen. Also nehmen die sich Zeit bis 2022 irgendwann mal Frühjahr, Februar oder irgendwie sowas, ne? Schauen wir mal. Wie auch immer. Ich habe jetzt Diablo 2 gespielt, spiele es immer noch übrigens. Also das bleibt noch. Was ich aber vorhabe, ist einfach, ich habe mal wieder Lust bekommen, ne? Ich will Crusader Kings spielen und ich mache keine große Kampagne, sondern wir machen eine kleine, süße, knackige Kampagne. Eine Kampagne mit, sagen wir mal, geschichtlichem Impact. Und dazu gleich mehr. Und etwas, wo wir mal wieder reinkommen können. Wo ich persönlich mal wieder reinkommen kann. Denn, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe vergessen, wie man das Spiel spielt. Ich war kurz drin und war einfach nur hin und weg. Ne? Es ist nicht mehr klicky-klick, so wie bei Diablo. Nee, da muss man noch ein bisschen nachdenken und so weiter. Da gibt es ja ein paar Regeln, die man einhalten muss. Also, das werde ich auf jeden Fall machen müssen. So. Wir steigen jetzt einfach mal ganz gemütlich ein. Und zwar spielen wir in dieser Staffel die Normannen oder besser gesagt die normannische Eroberung Englands im Jahre 1066. Ein wirklich tolles Jahr, ne? Wenn man jetzt auf Wikipedia schaut, ist es wirklich ein gutes Jahr mit vielen Ereignissen. Und das hat auch Paradox hier in dieser Standardkampagne auch eingebracht. Ne? Man sieht es hier oben, da sind wir gerade. Ne? Hier Karolinger und so weiter. Ne? Da haben wir hier, was haben wir denn hier? Vom Bettler zum Millionär. Ne? Die gute American Dream Story. Und hier eben 15. September 1066, das Schicksal Englands. Und ich lese das jetzt mal kurz vor und dann gehen wir direkt ins Spiel. Als der kinderlose König Edward, der Bekenner, verstarb, stürzte sein Tod England in eine bis dahin beispiellose Erbfolgekrise. Drei Männer versuchten sich den Thron zu sichern. Harald Godwinson, ja, das ist der hier, Harald der Harte. Dann Wilhelm der Bastard hier unten, de Normandie, vom Haus de Normandie. Und Harald Godwinson, das ist der hier, König Harald von England. Harald der Harte ist dann hier der Dritte, Harald der Harte. Sorry, das war so ein bisschen verwirrend. Während Svent und Malcolm bereitstanden, um beim kleinsten Zeichen von Schwäche zuzuschlagen. Wie gesagt, wir spielen jetzt den Normannen, und zwar Wilhelm den Bastard. 39 Jahre, Kultur normannisch, Glaube katholisch, Schwierigkeit mittel, ne, schauen wir mal. Und dann sehen wir hier, das Haus der Normandie geht zurück bis zu den Wikingern und hat sich auf dem Festland Europas vor mehr als 200 Jahren etabliert. Nun träumt Wilhelm II. Davon, mit seiner Familie über das Königreich England zu herrschen, und er glaubt, dass ihm sein Status als Thronfolger vom verstorbenen König Edward versprochen wurde. Das ist interessant, versprochen. Und sogar von Harald Godwinson selbst anerkannt wird, der hier. Wir sehen, das ist nicht wahr, denn Harald Godwinson hat sich schon mal hier in dieser Zeit schon als König krönen lassen.
oder anerkennen lassen. Nach dem Tod Edwards hat Harald seinen Schwur jedoch abgebrochen und selbst nach der Krone gegriffen. So, und was machen wir? Wir steigen ein und spielen Wilhelm, den Bastard. Los geht es. Ah, fühlt sich so ein bisschen schön an, muss ich sagen. Mal wieder so ganz entspannt. Ja, ich muss mir keine Sorgen machen, dass mich irgendein Monster da so um die Ecke bringt und so weiter. Ah, Crusader Kings, hab ich dich vermisst. Bevor wir wieder anfangen, kurz paar Worte zu den Mods. Ich habe die Mods gelassen wie in der Staffel Persien, bis auf IR Terrain. Also, dass das Terrain ein bisschen anders aussieht, dass das Wasser ein bisschen bläulicher ist und so weiter. Also, wir haben hier den alten Look wieder zurück oder den Original-Look, könnte man sagen. Und IR-Terrain haben wir dann damals hierfür benutzt, einfach damit diese Wüsten und so weiter ein bisschen besser aussehen. Ne? Ihr erinnert euch, das sah so ein bisschen cooler, fröhlicher aus. Also das ist jetzt die kleinste Änderung. Alles andere habe ich so gelassen, wie es war. Wie auch immer. Ne? Ich muss sagen, ich bin raus aus dieser ganzen Mod-Szene und was es da noch an Mods gibt, da muss ich so langsam, langsam wieder reinkommen. Also, wo sind wir oder was sind wir? Wir klicken mal auf unseren Charakter. Wir sind Herzog William oder Wilhelm, der Zweite, der Bastard von Normandie, 39 Jahre. Schön in Rot gehüllt, ne? Haben schon eine Frau, die Mathilde, die schauen wir uns auch gleich an. Gesundheit in Ordnung. Sind ehrgeizig, fleißig, tapfer. Das ist doch mal eine tolle Sache. Dann haben wir hier brillanter Stratege und legitimierter Bastard. Na, auch interessant. Wurde inzwischen, steht hier, legitimiert. Denn geschichtlich, sein Papa, ich glaube Robert, ne? Ja genau, der Robert der Prächtige, sein Papa hatte da so hier so Kriege geführt und so weiter und hatte Zwist mit dem Papst, ja? Die haben sich hier ein bisschen so, ja, gestritten, kann man sagen. Und dann hat der Papst gesagt, ja, komm du mal nach Vatikan, mein Freund. Komm du mir mal zum Vatikan. Dann wirst du sehen, was passiert. Und dann ist er mal Richtung Vatikan gelatscht. Und in der Zwischenzeit hat er quasi seinem Sohn, ihm hier, dem Wilhelm II., dann die Macht gegeben, diese Ländereien zu verwalten. Mit 8 Jahren. Und da gab es natürlich jede Menge Probleme, denn er als illegitimer Sohn hat das dann herrschen müssen. Da gab es Aufstände und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hat Wilhelm II. Das gut gemeistert, kann man sagen. Denn man sieht es auch in seinen Traits, in seinen Eigenschaften, dass der ehrgeizig geworden ist und so weiter. Und auch ein brillanter Stratege, weil der hat natürlich lernen können. So, jetzt gehen wir weiter. Wir haben hier Diplomatie 11. Wir haben hier Kriegsführung 20. Verwaltung 15. Ränkespiel 13, Bildung 8 und Kampfgeschick 18. Das ist doch mal ganz entspannt und dann wissen wir auch, es geht in Richtung Kriegsführung. Ne? Klare Sache, 20 auf Kriegsführung, das heißt auch, mit dem Lebenswandel gehen wir da in die Richtung. So, wir sind natürlich katholisch, klare Sache. Ja, wir schauen uns das mal gleich nochmal im Detail an. Ich glaube, in dieser Folge machen wir nur eine kurze Einleitung. Na, wenig Gameplay, wir machen ganz langsam. Wir gehen mal hier auf katholisch, da haben wir natürlich wehrhafte Pilgerreisen, Kommunion, Mönchstum. Ich denke mal, wir müssen hier nicht ins Detail, denn das ist sozusagen die Crusader Kings Religion schlechthin, kann man sagen. Ne? Also Katholizismus spielt man, glaube ich, am häufigsten. Und den meisten Let's Plays, das sollte man eigentlich kennen. Ich persönlich muss ich sagen, hab ein bisschen was vergessen. So, aber jetzt hier, das ist interessant. Normannische Kultur, ne? Normannisch. Und da schauen wir uns hier kurz hier die Stammesepoche an. Das ist ja alles Standard. Und dann sehen wir hier unten, was wir haben können oder schon haben. Wir können Bondi Wigmanen Varega rekrutieren. Das ist natürlich eine interessante Sache, ne? Würde man sich fragen, was machen der in Frankreich da, katholisch und so weiter. Komme ich gleich zu, ne? Ich habe hier links neben mir da nochmal schön
Wikipedia aufgemacht, damit ich mal gleich vorlesen kann. So, dann haben wir hier die Hirden. So, kann Huskarl rekrutieren. Dann Langschiffe können wir aktuell nicht, weil wir nicht genügend Grafschaften besitzen an der Küste. Aber auch hier zum Beispiel Überfälle, Verschiffungskosten, Flottentempo und so weiter. Und dann schauen wir hier, Varega-Abenteurer und Alfinge. So, hier unten dann nichts Neues. Was wir machen können, Erbherrschaft haben wir hier ausgewählt, würde 53 Jahre dauern. Unsere lieben Normannen wollen aber Gemeinderegierung, aber wir würden mal sagen, komm, nehmen wir doch mal, was das Volk will, 24 Jahre, das ist doch okay. So, das ist mal eine Sache, da haben wir erstmal unseren Wilhelm. Wir haben das Herzogtum Normandie und wir haben nur eine Grafschaft Alençon. Und wir haben den Anspruch, Königreich von England. Dann schauen wir uns mal die Kinder an. Da haben wir den Graf Robert Kurthose, ne? Die Kurzhose von Maine. Mein Französisch ist auch nicht so gut. Ich dachte immer, mein Französisch ist top. Richard de Normandie. Dann haben wir hier William der Rote. By the way, William der Rote. Wir haben den William, glaube ich, im Spanien-Let's Play mit unserer Tochter verheiratet, wenn ich mich nicht irre, ne? Habe ich noch im Kopf. William der Rote. Und da hatten wir da auch unsere Ansprüche und so weiter und unsere Bündnisse, falls ihr euch erinnert. Wenn nicht, ne, schaut euch mal die alte Staffel an. Müsste ich auch mal machen. Cecilia de Normandie, wir haben auf jeden Fall jede Menge Kinder, ne? Sechs Stück haben wir schon. Und Geschwister 4. So, jetzt etwas Interessantes eben zur Normandie oder zu den Normannen. Die Normannen sind ja als Wikinger oder beziehungsweise während der Wikinger-Invasionen sind ja die Wikinger auch nicht nur in England gelandet, sagen wir mal so, also nicht nur hier gelandet, in England, Schottland und so weiter, sondern auch im nördlichen Teil Frankreichs. Ja, und die bekannteste Person, wenn ich jetzt den Namen sage, werdet ihr es wahrscheinlich kennen, diejenigen, die Vikings, die Serie Vikings gesehen haben, war Jarl Rollo. Ja, der hat ja natürlich Nordfrankreich besucht. Ja, sagen wir so, er hat es besucht und hat natürlich, war auch sehr erfolgreich mit seinem Besuch, ne? Also sehr, sehr sesshafter Besuch war das. Und das war vor circa, sagen wir mal, 155, 200 Jahren, so ungefähr, könnte man sich das denken. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf. Auf jeden Fall hat dann Karl, der damalige König, Karl der Einfältige von Frankreich, ihm dann natürlich erlaubt, hier zu siedeln. Ihm erlaubt auch Frauen aus diesem Gebiet zu heiraten, also dass seine eigenen Leute da ja eine normale Familie gründen können, sesshaft werden können. Ne? Und entsprechend wurde das dann hier sozusagen das Gebiet dieser Wikinger, der Normannen, die wurden damals dann die Normannen genannt in Frankreich, deswegen heißt auch das Gebiet Normandie. Die wurden sesshaft, waren sehr erfolgreich in dem, was sie auch taten und haben dann auch ihre Kultur gemischt mit der damaligen französischen Kultur und natürlich auch die Sprache. Ne? Also diese nordische Sprache haben sie dann auch mit dieser französischen, damaligen französischen Sprache irgendwie vermischt in den Jahrzehnten, in den Jahrhunderten. Und es wurde dann damals dann daraus die normannische Sprache, also so ein Mix. Und sie waren dann sozusagen ihre eigene Kultur, ne? Normannen, also nicht mehr Wikinger und nicht Franzosen oder was auch immer, sondern tatsächlich Normannen. Und das haben wir auch hier, wie man sieht, ne? Normannisch. Und das ist auch dieser, was Paradox hier zeigt, ne? Wir haben hier natürlich noch so sozusagen diese Wikinger-Kultur noch, Intus, deswegen können wir auch Bondi, Wigmannen und so weiter dann auch rekrutieren, ne? Aber wir sind was Spezielles. Ne? Geile Sache, können wir sagen. Richtig, richtig fancy sozusagen. Und da gab es natürlich
jede Menge untereinander hier zwischen England und der Normandie, untereinander auch Ehen und auch Austausch, kulturellen Austausch und auch Austausch von Wissen. Und auch die englischen Könige damals haben sich auch Adelige bzw. Leute in den Rat geholt aus der Normandie. Also es gab hier auch einen regen Austausch. Einfach, dass man es weiß. So, und jetzt sind wir hier, ne, 15. September und sind im Krieg. Ne? König Harold II. Godwinson von England, normannische Eroberung von England. Übrigens wollte ich dann auch tatsächlich das Let's Play so nennen. Aber das ist einfach viel zu groß, ne? Normannische Eroberung wollte ich das irgendwie nennen oder irgendwie sowas. Aber das passt nicht. Deswegen heißt diese Staffel einfach nur Normannen. So, jetzt gehen wir mal schnell hin auf die Frau. Da haben wir die Mathilde. Ja, die Mathilde 7, 7, 16, 5, 11, 6. Holländisch, ja. Flandern, Haus Flandern. Und wir sind übrigens Haus Normandie. Und wir schauen uns jetzt auch nochmal kurz das Haus an. Denn das Haus ist sehr interessant. Vor allem, wenn man hochscrollt. Wir gehen mal auf den Dynastiebaum hier. So. Und dann sehen wir hier den Herzog Robert, Herzog Richard II. Dann hier Richard I., Herzog William. Und was man hier nicht sieht oder was eigentlich vielleicht bei so einem ersten Let's Play keinem auffällt, wenn man hier nochmal auf das Plus hier klickt, zack, kommt da so ein Kerl hier ran, den wir ja irgendwoher kennen. Und dann haben wir den, ja, den Rolf, 85-jährig, der Normandie, das ist der Rollo, by the way. Und dann sehen wir Asatruisch-Nordisch. Ne? Das ist ja sozusagen, das sind oder sind seine Nachfahren und auch Herzog William II. Ne? Super interessant, wie ich finde. Also haben wir hier natürlich die Nachkommen, die Nachfahren von Rollo. Nennen wir den mal einfach mal Rollo. Ja? So, das ist schon mal eine Sache, die ich euch zeigen wollte. Deswegen ist das interessant. Und auf der anderen Seite schauen wir uns auch nochmal an, wie ist denn überhaupt William II. Zum Anspruch gekommen, ne? Und tatsächlich ist es eben so, dass es, ja, wie soll man sagen, das ist nicht hundertprozentig klar. Einige Quellen, die ich gelesen habe, sagen, dass tatsächlich der König, der damalige König von England, ihm versprochen hat, dass er der Erbe sein wird des Königreichs von England. Einige sagen, dass es eben sehr unwahrscheinlich ist, dass das tatsächlich passierte. Na, also ich bin hier auch zwiegespalten, muss ich sagen, weil ich zwei Quellen gelesen habe. Ich werde jetzt einfach mal das, was hier auf Wikipedia steht, einfach mal sagen hier. Der zweite war, also der zweite Anspruchsteller, wir haben ja gesehen, es gibt drei aktuell. Der zweite Anspruchsteller war Wilhelm II. Der Normandie, das sind wir, der sich auf seine Blutsverwandtschaft mit Ethelred berief. Ethelred, ehemaliger König. Auch soll er, König Englands natürlich wohlgemerkt, auch soll Edward ihm der angelsächsischen Chronik zufolge 1051 bei einem Besuch Wilhelms in England die Anwartschaft auf den englischen Thron versprochen haben. Das ist das, was ich sage. Was jedoch angesichts der Tatsache, dass sich Wilhelm in dieser Zeit in einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Gottfried II. Aus dem Haus Anjou befand, als eher unwahrscheinlich gelten kann. Das ist eben das, was auf Wikipedia steht. Wie gesagt, andere Quellen besagen es auch ein bisschen leicht anders, ne? Dass es tatsächlich so war, aber wie auch immer. Es ist dann auf jeden Fall etwas, wo sich jeder mal was genommen hat. So würde ich das sagen. Auch zum Beispiel Harald, der Harte aus Norwegen, der ist ja auch im Krieg, wie man sieht. Er will ja auch England. Er beruft sich ja auch auf eine Blutsverwandtschaft. Und das ist jetzt interessant. Diese Blutsverwandtschaft, wenn man jetzt hier auf Crusader Kings gehen, auf den Titel Königreich von England, Titel Geschichte, und dann sehen wir hier, wo haben wir den? Knut der Erste, der Große von England. Knut, ne?
Das heißt, er beruft sich tatsächlich auf den Knut, der Harte, ne, der Harald, glaube ich, war das ja, der Knut. Auf jeden Fall beruft er sich eben auf die Vergangenheit, ne, auch hier, die Blutsverwandtschaft und so weiter. Also, das ist schon mal eine Sache. Die Geschichte ist natürlich komplexer als das, wie ich das jetzt gerade wiedergebe. Denn es gibt ja 20, 30, eine Stunde lange Videos, die man sich anschauen kann. So viel kann ich nicht erzählen. Ich gebe es einfach mal kurz wieder, damit man sich irgendwie zurechtfindet, was passiert jetzt eigentlich. Na? Also haben wir hier diesen Anspruchsteller aus Norwegen, dann haben wir uns hier aus Frankreich sozusagen als Herzog mit diesem Anspruch. Dann haben wir hier den Godwinson, Harold der Zweite Godwinson, und als sein Vater starb, er hier, der Godwin, der hat ja dann ein paar Brüder hinterlassen oder ein paar Söhne hinterlassen. Er hat ja natürlich ein paar Brüder und diese Brüder haben ja auch diesen Anspruch. Ne? Er hat sich das Ding gekrallt, weil der Rat, ja, das kann man sich mal so vorstellen, der Rat hat ihm dann sozusagen diese Krone zugesprochen. Hier auf Wikipedia heißt es, dass auf traditionelle Weise vom angelsächsischen Witan zum König gewählt wurde, also Godwinson wurde zum König gewählt. Und der Witan ist eine Ratsversammlung geistlicher und weltlicher Würdenträger damals gewesen. Das heißt, die haben den einfach mal gewählt sozusagen. Deswegen hat er sich gedacht, ja, stülpe ich mir doch das Ding auf den Kopf, läuft. Ne? Deswegen ist er jetzt aktuell der König. Das mag unser Wilhelm gar nicht sehen, weil er, wie gesagt, ne, er sagt, hey, ne, der Altkönig hat mir es versprochen, klare Sache. Und er sagt, was wollt ihr da unten? Das gehört doch eigentlich uns, ne? Wir Wikinger sozusagen. Wir diejenigen, die schon seit Jahrhunderten hier einfallen und hier auch uns etabliert haben. Uns gehört die Krone. So ungefähr kann man sich das vorstellen. So. Das ist jetzt die Ausgangslage und es gibt dann, sagen wir mal, eine Schlacht, die wir führen werden, aber das natürlich in der nächsten Folge, das war jetzt erstmal die Einführung. In der nächsten Folge führen wir dann tatsächlich die Schlacht oder die Schlachten. In Wahrheit gab es nur eine große Schlacht von Wilhelm und wir werden wahrscheinlich mehr führen müssen. In der nächsten Folge gehen wir dann natürlich los auf hier das Ganze, was wir normalerweise auch machen. Rat, ne, Hofarzt und dann schauen wir auch, ob wir irgendwelche Bündnisse machen können, damit wir einfach mal hier auch Unterstützung haben. Denn wir haben 5500 Soldaten, er hat ein bisschen mehr, 7600. Deswegen denke ich mal, brauchen wir erstmal Bündnisse. So, dementsprechend, das war die erste Folge. Plapperagi ist da, ja. Wir machen das ganz langsam, ganz ehrlich. Ich hab mir das angeschaut in den letzten Staffeln, war ich relativ schnell unterwegs, weil ich vieles automatisiert habe im Kopf, ne? Weil ich so viel gespielt habe. Und mittlerweile, weil ich jetzt wieder neu anfange und reinkommen muss, habe ich mir gedacht, Piano, ganz langsam, gehen wir mal an die Staffel ran. Dementsprechend, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.